Alexander, hallo, das ist das Peppers ABC-Buch von VTech. Das war ein Geschenk, wurde mir also nicht irgendwo gesponsert, zur Verfügung gestellt, ausgeliehen oder sonst irgendwas. Ich habe es gekauft da drin. Echt schön, muss ich echt sagen, besonders weil es sehr viel Funktion hat. Wird benutzt, kann ich empfehlen, von 2 bis 5 Jahren immer noch. Und im Großen und Ganzen, auch wenn du 5 Jahre alt bist, kannst du immer noch hier noch Buchstaben lernen. Hopp, ich mache gerade ein bisschen Zoom ran. Kannst du halt immer noch Buchstaben lernen, was das Ganze angeht, oder Musik lernen oder sonst wo. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal an. Ich mach's mal ein bisschen leise. Genau, jetzt ist ein bisschen leiser da drin. Das heißt, du kannst halt hier... Musik hören. Drücke auf eine Tasse. Genau, kannst du Musikstücke hören. Wenn du die wechselst, dann wird was anderes... Kannst du andere Sachen hören da drin. Du kannst auch Suchspiel machen. Du musst halt die Tasten da auswählen. Dann wird dir was vorgelesen. Dann musst du das halt finden und richtig andrücken. Findest du den Buchstaben U, drücke auf eine leuchtende Taste, um zu antworten. Oh, genau. Das ist zu Musik hören. Das ist um was zu finden. Da wird dir Geschichte vorgelesen da drin, was der Punkt da angeht. Ich möchte dir von meinem Tag erzählen. Mit Mama kauften wir im Supermarkt Milch und Nudeln. Ja, und hier kannst du Buchstaben lernen da drin. Genau. Ist dann nicht so extrem teuer, es ist super robust verarbeitet. Genau, ist natürlich jetzt so ein Einwegbuch da drin, wo du halt einmal was kaufst und dann war's. Also du kannst dich nicht irgendwie andere Sachen da reintun. Aber dafür, vielleicht 20 Euro oder irgendwie so etwas, ist es robust verarbeitet, es funktioniert, es wird regelmäßig genutzt, immer noch da drin. Es ist ein schönes, kurzweiliges Spielzeug. Wenn ihr mal so ein Lernbuch sucht, es gibt von Fisher-Price, gibt es auch sowas Ähnliches. Die nehmen und geben sich jetzt halt nicht unbedingt etwas. Da gibt es auch so Lernbücher. Aber wenn ihr was sucht zum Geschichten zeigen, zum Angucken, was blinkt, was man anklicken kann, dann probiert es mal aus. Es ist an sich super, super Kauf gewesen. Das alles, das war der VTech Pepper Pick Peppers ABC Buch Test für euch. Ciao, ciao und bye.